Willkommen zur letzten Katzenvermittlung des Jahres. Wir haben so ein kleines Spezial und zwar, wie bei den Hunden auch, da waren es die Pittys und Steffs, bei den Katzen haben wir Sorgenkinder, ausschließlich Sorgenkinder. Wer also jetzt auf Jungkatzen wartet, kann ausschalten. So, bevor wir jetzt mit dem Sammy, der nun gerade geflohen ist, anfangen, den Hinweis auf ein Gewinnspiel. Miezebello in Kooperation mit uns stellt jeden Monat einen Gutschein über 25 Euro zur Verfügung. Macht ein Foto, ihr seht das jetzt gerade, wie Silke mit Sammy am Schmusen ist. Da gibt es noch einige andere Bilder. Sowas stellen wir uns vor, schreibt eine kurze Geschichte dazu. Wo kommt die Katze her? Seit wann habt ihr sie? 3-4 Sätze. Und dann gewinnt ihr, das erfahrt ihr nächsten Monat, unter Umständen einen Gutschein über 25 Euro für Miezebello. Gehen das Bild, den Text an die unten eingeblendete Adresse. So, und jetzt fangen wir mit dem Sammy an. Kaum zu glauben, eins unserer größten Sorgenkinder, 3 Jahre alt und seit März bei uns im Tierheim, der wurde in Pattensen gefunden. Warum so ein riesengroßes Sorgenkind? Also, wir müssen es wirklich machen. Wir müssen eigentlich ein riesengroßes Herz machen. Aber wir müssen es ja bei allen Katzen heute machen. Ja, aber machen. Nee, bei dem extrem. Also machen wir. Alles klar. Also. Wir suchen jetzt Halter für Sammy mit einem riesengroßen Herz. Gut, jetzt sage ich auch warum. Jetzt sagst du warum. Aber du fängst jetzt nicht an zu weinen. Du hast schon Pipi in den Augen. Ja, ich habe ihn auch sehr lieb, ja. Also der Sammy kam mit Keilen und krustigen Hautstellen zu uns an und wir mussten halt dann feststellen, dass er eine hochgradige, wirklich eine sehr hochgradige Allergie hat auf Flöhe, Bäume, Gräser, Futtermittel und eigentlich auf fast jedes Futtermittel. Also wirklich. Aber wir haben Futter gefunden, was er auch gerne mag, was auch im preislich im normalen Rahmen ist. Genau. Das ist also nicht das Problem. Nee. Wobei es ja noch nicht mal das größte Problem ist. Nee, das ist ja nur die Einleitung. Das ist die Einleitung. Das viel größere Problem ist, dass er halt auch an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Das heißt, Sammy hat wirklich eine ganz kurze Lebenserwartung. Das muss man einfach so sagen. Er ist ein Stehaufmännchen, er ist total süß, verkuschelt, verspielt, hüpft über Tische und Bänke. Muss aber halt lebenslang jetzt auch Cortison bekommen, ne, Cortisongaben. Und also wir suchen da wirklich erfahrene Halter, die ihm wirklich so sein kurzes Leben versüßen, aber halt auch an die Kosten denken und auch an das vielleicht früher Abschied nehmen dann. Ja. Man bekommt dafür aber auch wirklich einen Kater, der einen mit Liebe geradezu zuschüttet. Genau, ne? Ist mit anderen Katzen verträglich, könnte auch zu einer anderen Katze dazu, ja, wobei also, uns ja der Traum wäre ja für uns mit der nächsten Katze, mit Jess zusammen, wäre richtig optimal. Wäre sehr gut, weil Sammy kann natürlich nur noch in die Wohnung vermittelt werden, aber er ist wirklich so ein agiler Kerl, der geht über Tische und Bänke, der langweilt sich zu Tode alleine, das muss man auch sagen. Der ist also noch richtig fit, ne? Ja, in der Hinsicht ist er schon. Männchen und der tobt ja auch rum. Gerne kann er mit Jess zusammen. Die nämlich auch eine Futtermittelallergie hat und deswegen sitzen die hier auch zusammen. Sammy erstmal, Infos im Tierheim. Wir machen gleich weiter mit dem Jess. Der Jess ist erst ein Jahr alt. Und ist ein Mädchen. Die Jess, genau. Mhm. Die ist ein bisschen schüchtern, ja, ne? Ja. Auch nicht so schmusig. Ja, die kommt aber auch. Also die ist hierher gekommen als verwildertes Jungtier, ist jetzt aber aufgetaut schon. Die fremdelt am Anfang immer und die wird sich auch die erste Zeit ein bisschen verstecken. Aber wenn sie einen kennt, dann schmust sie, dann buckt sie, ist auch total verspielt. Auch mit anderen Katzen verträglich? Ja, auf jeden Fall. Aber auch da, wir hatten mir Sorgen, Kinder, warum da das Sorgenkind? Ja, wirklich auch wegen der doch starken Futtermittelallergie. Und auch da sind wieder, ist auch Gräser, Pollen, Flöhe. Na, auch damit betroffen. Das heißt, auch Jess darf nur noch in die Wohnung vermittelt werden und die braucht unbedingt eine zweite Katze. Also und auch bei Jess, da ist ja immer diese Angst, Futtermittelallergie, auch da haben wir ein Futter gefunden, da helfen auch die Tierpfleger und sagen das und das und es gibt es im Fachhandel zu einem normalen Preis. Genau. Ja, das ist gut. Ja. Richtig. Also die braucht halt einfach erfahrene und sensible Halter, ein bisschen ruhiger das Zuhause, also jetzt nichts für kleine Kinder. Und dann auch verspielt und verschmust. Infos zu den beiden wie zu den weiteren natürlich bei uns im Tierheim. Die Freier ist nur ein ganz kleines Sorgenkind. Ein Jahr alt ist er, ein halbes Jahr bei uns. Und warum nur ein kleines Sorgenkind, würde Silke sagen. Also
die Freya sucht sich schon so ein bisschen ihre Leute aus. Sie ist auf jeden Fall eine Einzelkatze. Sie ist freiheitsliebend. Sie braucht also unbedingt Auslauf. Mhm. Ja. Und sie braucht auch erfahrene Halter. Sie ist natürlich verspielt und kann auch ganz süß sein und ganz lieb. Aber sie kann auch eine richtige Zicke sein. Naja, was heißt Zicke? Sie ist manchmal unsicher und überfordert und dann weiß sie nicht richtig, was sie tun soll und will sich auch nicht bedrängen lassen und ist dann selber, weißt du, sie weiß selber nicht, wohin mit sich selbst. Keine Kinder, klare Aussage. Ganz klare Aussage. Keine Kinder, erfahrene Halter. Aber ja. Sie mag Hunde, habe ich, ne? Das finde ich ein bisschen ungewöhnlich, ne? Genau, Hunde kennt sie und sie, ja, ja, und beim Spiel kann sie auch ein bisschen grob werden, weißt du, sie ist ein bisschen überdreht auch. Somit ist zu Freya schon alles gesagt. Aufgrund der Katzenvermittlung vom Vormonat wurden, da freuen wir uns riesig drüber, bis auf eine einzige Katze alle Katzen vermittelt. Ja. Wer wurde nicht vermittelt? Und zwar der verschmuste und freiheitsliebende Tex, der ist noch zu haben. Also gegebenenfalls nochmal in die Katzenvermittlung vom Vormonat schauen. So, die Silke schmust mit dem nächsten Kater, mit dem Nelson, der nun auch relativ lange bei dir im Krankenstall war. Der Nelson ist 6 Jahre alt und ist seit Juni bei uns im Tierheim. Mhm. Er ist ein kleines Sorgenkind. Ist auch nur ein kleines Sorgenkind. Ein kleines Sorgenkind. Dennoch war er bei dir 6 Monate. Warum? Ja, also er hatte erst einen Schnupfen, dann einen Pilz. Zum Schluss stimmten seine Leberwerte nicht, obwohl er ja wirklich erst 6 Jahre ist. Er bekommt jetzt eine Paste unter das Essen. Die isst er auch bereitwillig mit. Und wir haben jetzt auch regelmäßige Blutkontrollen gemacht und die Leberwerte verbessern sich ständig, sodass wir eigentlich die Hoffnung haben, dass die sich auch wieder komplett regeneriert. Das muss man natürlich abwarten. Ne? Also er ist eine absolute Einzelkatze, ja. Braucht unbedingt Freilauf. Ja, das auch. Und aber ansonsten ist er ein verschmuster, ein lieber, sehr menschenbezogener, anhänglicher, ja. Kerl. Aber er muss ihn auftauen. Aber er ist halt vor allen Dingen ein Sensibelchen. Er tut dann so, oh Gott, den kenne ich nicht. Ja, der Kameramann, ne? Ist nicht so der sein Ding. Der Kameramann war heute ganz suspekt. Ihn, ja. Ja. Aber wirklich, eigentlich ist er ein Traum. Für erfahrene Halter mit Kindern ab 10 Jahren, ne? Ja. Das würde gut würde funktionieren. Auch funktionieren. Genau, also es müssen nur sensible neue Halter sein. Alles gesagt, Infos zu dem süßen Kater Nelson, den du ja so, ja, der ist auch so ein bisschen dein Liebling ist, gibt's bei uns im Tierheim. Es folgt Dakota, die gerade von mir hier bestochen wird. Daher bin ich etwas unkonzentriert, der scheint es zu schmecken. Die Dakota ist 4 Jahre alt, ist bereits seit April bei uns im Tierheim. Mhm. Was denkst du, warum seit April und bisher noch nicht vermittelt? Dakota ist eine typische Katze. Also sie ist halt ganz Katze. Sie hat auch eine unleserliche Tattoo. Wir haben versucht, den Halter ausfindig zu machen, aber es ist leider nicht mehr rausgekommen. Sie ist eine absolute Einzelkatze. Sie die Freilauf? Sie unbedingt möchte unbedingt auch. Freilauf haben. Ja. Und ja, sie zeigt einem das auf, wenn ihr was nicht passt. Eine typisch Katze, kleine Diva. Das, ne, dafür ist sie ja eine Katze. Du hast aber noch kein Pflaster an den Fingern. Aber diesmal nicht, aber sie hat die ganze Tüte in der Zeit leer gegessen. Sie hasst Hunde. Ja, die hasst sie wirklich. Absolut. Ja. Aber sie ist auch total süß und verschmust, wenn sie ihr Herz öffnet. Also sie ist wirklich. Keine Kinder dennoch? Ja, keine Kinder. Sie ist halt die Nummer 1, die Prinzessin. Die kleine Diva. Die kleine Diva, siehst du. Und das teilt sie auch nicht gerne, ja. Halter mit Erfahrung, Ruhe und Geduld werden mit der Dakota. Sie nimmt auch die Leckerlis ganz vorsichtig, wie im letzten Monat. Der Kater, der meinte, er müsste die ganze Tüte. Ja, und sie leidet hier wirklich unter dem Tierheimstress. Deswegen ist sie eigentlich ein Sorgenkind. Sie muss jetzt wirklich mal raus. Sie ist lang genug hier und eigentlich ist sie halt nur eine Prinzessin. Also sie schnurrt jetzt auf jeden Fall laut und ihr schmeckt es auch gut. Von der Seite, so schlecht geht es dir jetzt zurzeit gerade nicht. Weitere Informationen zu Dakota. Sag mal, willst du noch eine ganze Tüte aufessen? Die hat doch gerade eben gefressen. Unfassbar. Weitere Informationen zu Dakota gibt es natürlich bei uns unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Richtig. Willst du die ganze Tüte aufessen?
Unfassbar. Gib her. Ja, ich will das haben. Was, die ist ja so lecker. Schon sind wir bei der letzten Katze angelangt und jetzt suchen wir nochmal Interessenten mit einem ganz großen Herzen. Waren zwar alle Sorgenkinder, aber das ist nochmal ein größeres Sorgenkind, und zwar die Kitty. Die Kitty ist 10 Jahre alt und ist seit Juni bei uns im Tierheim, wohl aus Zeitgründen abgegeben, und sie leidet an Diabetes. Ja. Das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem, denn sie bekommt ein spezielles Diätfutter, halt ein Zuckerfutter. Und das weit schwerwiegendere Problem ist natürlich, dass man ihr zweimal täglich Insulin spritzen muss. Was aber kein Problem ist. Nein, das lässt sich prima gefallen. Aber wir suchen deswegen wirklich erfahrene Halter und auch Halter, die wirklich sehr zuverlässig sind. Denn du musst dich an richtige, an Zeitabläufe, musst du immer permanent dich dran halten. Mhm. Und du musst dir das natürlich auch zutrauen, die Katze zu spritzen. Mhm. Aber es ist ja preislich, also vom Kosten her, im Rahmen. Ja, also das ist schon im Rahmen. Aber aber man muss sich natürlich mit dieser Krankheit auseinandersetzen. Man muss halt wirklich einen geregelten Tagesablauf haben. Ansonsten ist sie wirklich eine Perle. Sie ist eine Einzelkatze. Wohnungskatze. Wohnungskatze. Mhm. Lieb, verschmust, anhänglich. Also wirklich eine Perle. Küssig. Süß. Ist sie. Kitty, unsere letzte Katze diesen Monat, nochmal ein Sorgenkind. Und wie gesagt, wir suchen Halter, Interessierte, ganz großen Herzen. Das war's ja für diesen Monat schon. Den Hinweis auf die nächsten Sendungen für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen, am 17.01. läuft die Kochsendung von 20 Uhr bis 20.30 Uhr und am 24.01. von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr seht ihr unter anderem die neue Katzenvermittlung und natürlich auch Hundevermittlung und weitere Filme auf H1. Das war's für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Letzte Katzenvermittlung. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.